Hallo liebe KeyCAD-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KeyCAD 6. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir Pfade anpassen können, um die dann auch für unsere weitere Arbeit im KeyCAD zu nutzen. Wir haben ja nicht nur die installierten Symbole und Footprints, wir wollen uns ja auch eigene Footprints und Symbole etc. erstellen. Dafür haben wir uns ja auch hier schon eine entsprechende Ordnerstruktur angelegt. Und jetzt müssen wir diese Ordnerstruktur hier noch einbinden. Und dafür gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn ich jetzt hier in meine Symbolbibliotheken gehe, ich zeige das hier nur an den Symbolbibliotheken, für den Footprint ist das analog das gleiche, kann ich natürlich jetzt hierher gehen und sagen, ich möchte jetzt hier so eine Symbolbibliothek hinzufügen, indem ich hier unten auf diesen Button klicke. Diesen Ordner-Button und dann kann ich hier meine Symbolbibliothek anwählen. Die ist hier bei mir schon markiert. Sage öffnen und dann sehen wir hier unten, wenn ich jetzt hier drauf gehe, ist vielleicht jetzt für euch im Video nicht ganz so gut zu sehen, sehe ich jetzt hier einen kompletten Pfad von slash home Thomas, also den Nutzernamen und so weiter bis hier hinten zum Symbol. Bei Windows wäre das dann eben C oder D oder wo auch immer, Slash und so weiter bis zur Symbolbibliothek. Problem dabei ist jetzt bei dieser Variante, wenn ich das hier einbinde, habe ich das Problem, wenn ich jetzt diesen Pfad mal aus irgendwelchen Gründen verschieben muss, ändern muss, also diesen Symbolordner hier, der muss jetzt warum auch immer woanders hin, müsste ich jetzt hier alle Symbolbibliotheken, die ich hier drin habe, diesen Pfad hier händisch anpassen. Und das ist ein großes Problem. Bei der einen jetzt hier ist das kein Thema, da kann man das machen. Aber wenn ich jetzt vielleicht einmal 30, 40, 50 Symbolbibliotheken hier selbst erstellt habe und möchte, muss die dann ändern, weil das vielleicht irgendwo auf dem Server soll oder eine andere Ordnerstruktur übertragen werden soll, dann müsste ich das hier alles händisch ändern. Und das ist dann sehr, sehr aufwendig. Deswegen möchte ich euch einen anderen Weg zeigen, der wirklich auch sinnvoll ist und deutlich besser, weil ich dann nur noch an einer Stelle ändern muss. Ich schmeiße das jetzt mal hier an dieser Stelle wieder raus. Sage mal hier OK. Und ich gehe jetzt hier oben in die Einstellungen am Startbildschirm und sage hier Pfade konfigurieren. So, wir sehen jetzt hier die Standardpfadvariablen, die von KeyCAD hier eh schon angelegt wurden. Und ich kann jetzt hier unten auf das Plus-Symbol gehen und sage, ich möchte jetzt hier eine Variable hinzufügen. Und diese Variable, die nenne ich jetzt mal KeyCAD 6 Unterstrich. Und ich habe mir angewöhnt, oder gewöhnt euch auch bitte für euch an, alles was euch betrifft, was aus eurer Feder stammt, auf gut Deutsch gesagt, nutzt da dann als zweites Wort User, also für euch selbst, oder gebt da einen eindeutigen Namen, der sich davon unterscheidet, von den Standardvariablen, die installiert wurden. Und ich nenne den dann also User Symbol. Und dann Unterstrich dir für Directory. Und damit habe ich jetzt erstmal die Variable an sich angelegt. Und jetzt wechsle ich hier nach hinten. Ich kann jetzt hier entweder direkt einen Pfad eintippen, wenn ich ihn weiß. Oder ich wähle hier hinten den Button Ordner. Und gehe dann in meinen KeyCAD 6 Ordner. Und sage hier an dieser Stelle. Hoppala, da möchte ich nicht hin. Sage jetzt hier an dieser Stelle eigene Symbole und sage OK, dann ist der hier drin. Bestätige das mit OK und jetzt kann ich hier in meine Symbolbibliotheken gehen. Gehe hier auf globale Bibliotheken. Ich scroll hier mal runter, dass man es dann auch besser sieht. Na. So, hier Ordnersymbol wählen. Ich bin jetzt hier schon in dem Ordner KeyCAD 6 eigene Symbole. Ich wähle wieder hier meine Symbolbibliothek an und sage OK. Und ihr seht jetzt, wenn ich das jetzt hier unten in der letzten Zeile mal weiß stelle, dann seht ihr hier, also wird der Pfad jetzt ersetzt durch diese Pfadvariable im slash KeyCAD User Symbol Directory und dann My Arduinos KeyCAD Symbole. Und jetzt kann ich hier auf OK gehen, bestätige das. Und damit kann ich jetzt 20, 30, 40 viele Symbolbibliotheken, wie ich möchte, einbinden. Sollte ich die dann irgendwann mal
warum auch immer, in einen anderen Ordner verschieben müssen oder irgendeine andere Stelle in der Ordnerstruktur, kann ich dann einfach hierher gehen, auf Pfade konfigurieren und hier im KiCad User Symbol Directory einfach mal den Ordner ändern und schon sind die alle wieder automatisch angepasst. Habe ich nur noch eine Stelle, wo ich das machen muss. So, das habe ich jetzt einmal gezeigt. Ihr macht das jetzt bitte für die Footprints und für die 3D-Packages und die Templates. Das legen wir uns dann mal an. So ein Ordner, so eine Ordnerstruktur oder solche Pfadvariablen, das macht ihr bitte selber. Und dann könnt ihr auch schon mal eure Footprints oder Symbole in diese Ordner reinpacken von KiCad 5, wer welche hat. Kann also jetzt hier in die Symbole das mal in die Ding reinschmeißen. Wie wir sie dann konvertieren, das möchte ich euch dann im nächsten Video zeigen. Und dann werden wir das auch importieren, dass wir dann entsprechend weiterarbeiten können. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.